gladiators take the stage. Von der vierten Liga Rückzug innerhalb weniger Monate in die Bundesliga. Diesen Karrieresprung hat Patrick Wimmer hingelegt. Herzlich willkommen bei Dein Verein Austria und herzlich willkommen Patrick Wimmer. Dankeschön für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, hallo. 2019 haben Sie noch für Gaflenz gespielt in der niederösterreichischen Landesliga. Das ist ein Club aus dem oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenzgebiet. Und jetzt bei der Austria, auch manchmal wie am vergangenen Wochenende in der Startformation. Müssen Sie sich manchmal zwicken irgendwo? Na, zwicken brauche ich mich unbedingt nicht, weil ich habe es jetzt schon realisiert, dass ich bei der Austria bin, dass ich jetzt der Bundesliga spiele. Und ja, es ist ziemlich schnell gegangen, aber es gefällt mir recht in Wien jetzt. Da und ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht und dass wir bald wieder oben mitspielen. Sie sind erst 18 Jahre alt und haben nie in einer Akademie eine Ausbildung genossen und sind jetzt trotzdem sehr früh schon in der Bundesliga gelandet. Welche Voraussetzungen bringen Sie damit, dass Sie sowas schaffen können? Ja, also ich war in einer so in Ort-Akademie, also haben wir auch jeden Tag eigentlich Training gehabt, fünfmal in der Woche in Werthofen an der Ips. Und dann habe ich das vierte Jahr habe ich in Gaflenz gespielt, wo ich die Schule noch fertig gemacht habe. Und ich glaube, dass man das Jahr in Gaflenz sehr gut da hat, weil in der Landesliga da geht es auch schon sehr robust zu. Und ja, das hat mich sicher weitergebracht. Es ist untypisch heutzutage, dass man diese Ausbildung in der Akademie nicht macht als Bundesliga-Kicker. Fehlt Ihnen das oder ist das eigentlich völlig egal? Nein, ich glaube, mir fehlt das überhaupt nicht. Mir ist das eigentlich ziemlich egal, weil ich habe es jetzt da so in die Bundesliga geschafft und ja. Mittlerweile sind Sie auch im Unter-19-Nationalteam gelandet, spielen für Österreich international. Wie geht es Ihnen mit den körperlichen Anforderungen? Es ist doch vom Tempo her und von der Härte her ganz was anderes als niederösterreichische Landesliga, bei allem Respekt davor. Ja, die Bundesliga, das ist sicher nochmal ein anderes Tempo davor. Die Landesliga, das ist auch schon sehr körperlich robust gewesen. Also da ist nicht recht viel Unterschied. Aber in der Bundesliga jetzt, da geht es halt viel schneller zu. Und U19-Nationalteam, das ist halt schön, dass man sieht, wie man in die Altersklassen so mit den eigenen, also mit den Gleichaltrigen, wie man sie misst, weil die sind ja auch in Deutschland, England und so unterwegs. Und ja, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Am vergangenen Samstag haben Sie von Beginn an gespielt gegen St. Pölten beim 0:0. Wieso ist da offensiv aus Ihrer Sicht nicht allzu viel zusammengelaufen? Ja, St. Pölten ist sehr tief gestanden. Sie haben die Räume gut zugemacht, haben sie recht weit hinten reingestellt und wir haben damit Probleme gehabt, dass wir sie Hochkaräter herausspielen und die, was wir dann gehabt haben, die Chancen, die haben wir leider nicht genutzt und darum ist er 0:0 rausgekommen. Die wenigen Höhepunkte dieser Partie fasst Philipp Paternina für uns noch einmal zusammen. Das Duell der Austria mit St. Pölten gestaltet sich wohl für beide Trainer zu einer eher zähen Angelegenheit. Wenige Glanzpunkte in einer intensiv geführten ersten Hälfte. St. Pölten mit diesem Angriff und diesem schönen Fallrückzieher von Pack. Tolle Aktion des Nordkoreaners, der hier wunderschön in der Luft liegt, aber nicht präzise genug den Ball trifft. Dann diese Aktion von Patrick Penz. Schiedsrichter Gieshammer zeigt für dieses Einsteigen nur gelb, da hat der Austria-Goalie Glück. 15 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Penz darf weitermachen und die Austria macht dann in Folge auch weiter. Und zwar in der zweiten Hälfte mit Torchancen. Michi Madl mit diesem Abschluss nach einer Ecke. Dann wieder die Wiener über Zakaria. Schöne Flanke, Pichler ist da mit dem Kopf. Und dann geht es gleich nochmal heiß zur Sache im Strafraum der Niederösterreicher. In der Nachspielzeit bereits. Elfmeter-Reklamationen. Das war ein Foulspiel an Mondschein von Stangl. Nicht gegeben von Gieshammer. So bleibt es beim 0:0. Die Austria spielt zum sechsten Mal in Folge unentschieden. St. Pölten wartet nun schon seit 8 Spielen auf einen vollen Erfolg. Schade eigentlich. Ich glaube, wir sind hinten unglaublich gut gestanden. Also haben eigentlich gar nichts zulassen von St. Pölten. Haben unseren Matchplan perfekt umgesetzt. Nur an der Chancenauswertung müssen wir arbeiten. Die Verteidigung hat gegen diese robusten Stürmer richtig gut dagegen gehalten. Wir haben St. Pölten weit weg von unserem Tor gehalten. Es waren nur ein paar Standardsituationen, über die sie gefährlich waren. Ja, war defensiv war es okay. Nach vorne müssen wir ja einfach versuchen, dann früher Tor zu machen, dass sich das Spiel dann öffnet und dass wir dann auch unsere schnellen Spieler nützen können.
Christian Ilzer hat in den vergangenen Monaten immer mehr Young Violets, wie sie bei der Austria genannt werden, eingebaut in die Profimannschaft. Sie sind einer davon, Manfred Zakaria, Benedikt Bichler oder auch Fitz ist da zu nennen. Wie gut können Sie sich da integrieren oder wie gut seid ihr aufgenommen worden von den gestandenen Profis? Also ich bin als letzter von den vier jetzt dazugekommen. Der Dominik ist ja schon von Anfang an dabei und Benny und Mani, die haben am Anfang mit mir nur bei den Young Violets gespielt und sind dann hochgezogen worden. Und ich bin eigentlich als letzter dazugekommen und ich bin recht gut aufgenommen worden, habe mich recht schnell in die Mannschaft eingefunden, weil ich habe nur 3 Trainings gemacht und dann war ich schon beim Derby dabei gegen Rapid. Und ja, ich habe mich recht schnell wohlgefunden und jetzt fühle ich mich recht gut aufgenommen schon und bereit für die nächsten kommenden Aufgaben. Wird man da von den etablierten Spielern wie Madl, Grünwald oder Dzeko mach mal ein bisschen gehäkelt, gepflanzt? Ja, gehäkelt kann man sagen, man hat halt einen Spaß miteinander in der Kabine oder am Platz und ja, Spaß gehört dazu und das ist bei uns auf jeden Fall dabei. Wie sehen Sie die Situation, dieses Zusammenspiel zwischen jung und nicht mehr ganz so jung bei der Austria? War es irgendwie logisch, dass gerade in dieser Saison, in der es Probleme gibt bei der Austria, junge Spieler, mehr junge Spieler eingebaut werden? Logisch steht jetzt da nicht sagen, weil man schaut sich den Saisonverlauf an und am Anfang von der Saison war das Problem mit Aufstellung und dem Ganzen. Man hat nicht gewusst, welche Formation das man spielen soll und jetzt dann mit der 4-2-3-1 Aufstellung, da braucht man Flügelspieler und bei den anderen Formationen mit der Raute in der Mitte oder so hat man nicht recht viel Flügelspieler braucht und darum sind da die Jungen jetzt da mehr aufgezogen worden, weil wir eigentlich bei den Young Violets viel Flügelspieler waren und darum sind wir jetzt erhoben und reißen die nächsten Partien so. Sie sind überhaupt das Küken mit 18 Jahren. Sie sind der Allerjüngste. Müssen Sie da manchmal auch irgendwie Koffer schleppen oder sowas? Ja, zum Training immer muss ich mit den Getränken. Da haben wir einen eigenen Einkaufswagen. Da muss ich die Getränke mit rausführen. Aber sonst ist nicht recht viel dabei. Wir haben natürlich auch uns umgehört bei Ihren etwas jüngeren Kollegen. Und die haben Sie schon ein wenig ins Herz geschlossen. Er hat viel Kraft. Er ist ein sehr, sehr körperbetonter Spieler. Guter Spieler, schneller Spieler. Also ich persönlich spiele gerne mit ihm zusammen und er ist auch so als Typ ein super Typ, hervorragender Typ. Mit ihm kann man Spaß haben, mit ihm kann man auch, wenn es ernst ist und am Platz, gibt er Vollgas, da kann man sich immer auf ihn verlassen. Sie haben gesagt, ein super Typ, was macht ihn denn aus, so jetzt abseits des Platzes? Ja, er ist immer einer der Ersten in der Kabine, wenn man irgendwas braucht. Er ist der Jüngste, das ist auch der Nachteil. Er muss auch meistens Sachen machen, die ihm auch nicht so taugen, aber er macht immer alles für einen, denke ich. Und ja, das macht ihm aus. Ähnlich wie ein bisschen ein Bauernschädel vielleicht. einfach bodenständig und ist auch ohne Akademie, hat seinen Weg genommen. Und ja, er geht oft einmal in den Wald Holz hacken und so. Das sagt, glaube ich, eh schon einiges. Begleiten Sie ihn da manchmal als Bauernschädel, wie Sie selber sagen? Also ich bin früher in meiner Kindheit und in meiner Jugend bin ich auch viel im Wald gewesen mit meinen Großeltern. Also ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass er ihm da oben taugt. Aber die Zeit ist jetzt bei mir, hat sich ein bisschen ausgelebt. Und ja, mal schauen, vielleicht gehen wir mal Schwammel suchen. Vom Land zu kommen ist keine Schande, bitteschön. Ich weiß, wovon ich rede. Sie sind eigentlich aus dem Tullnerfeld, leben jetzt aber im Mostviertel. Wie ist das jetzt mit dem Schwammerlsuchen? Ja, Schwammerlsuchen war ich eigentlich noch nie. Früher beim Wandertag haben wir ein paar Mal Schwammerl gesehen, da haben wir vielleicht ein paar mitgenommen. Aber Schwammerlsuchen tue ich nicht recht viel im Mostviertel. Jetzt bin ich mit meiner Freundin gemeinsam und ja, da sind wir auf hohe Berge oben. Und bei mir im Tullnerfeld, da sind halt überhaupt keine Berge und darum ist das schon ein Unterschied jetzt da. Aber es gefällt mir oben, weil da kann man, findet man seine Ruhe und man kann es leben. Das heißt, Sie gehen auf den Ötscher zum Beispiel? Kann man so sagen, ja. Und das mit dem Holzhacken, wie ist das? Ist jetzt da schon weniger geworden wie früher, aber... Haben Sie aber gemacht? Ja, genau. War früher im Wald. Zum Abreagieren oder wie? Nein, wir harzen daheim nur mit Holz und darum brauchen wir das. Und jetzt da ist es manchmal nur, aber nicht mehr so oft. Aber daher kommt die Kraft offensichtlich vom Holzhacken, unter anderem. Kann man so sagen, dass unter anderem von dem kommt, ja. Sie stammen aus Sitzenberg-Reitling, das ist eben in Tullnerfeld. Und von dort sind Sie sozusagen ausgezogen, um die Fußballwelt zu erobern. Was sind Ihre Ziele? Ja, Ziele kann man sich recht hohe setzen, also Premier League oder so war jetzt einmal schön, aber jetzt da ist einmal Austria Wien das Thema und schauen, was da jetzt da noch alles drin hängt und schauen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht oben mitspielen und dann international vielleicht auch was reißen. Apropos oben mitspielen, das ist ja diesmal nicht gelungen, es ist die Qualifikationsgruppe geworden. Wie könnte sich die Austria da schlagen in dieser Qualifikationsgruppe? Das ist ja nicht so einfach, wie es klingt. Nein, es wird auf jeden Fall nicht einfach, weil man hat jetzt bei St. Pölten gesehen, dass der Gegner sehr robust ist, meistens tief stehen wird und wir das ganze Spiel übernehmen müssen und dann
unsere Probleme damit haben werden, dass wir den tiefen Block ausspielen müssen. Aber wir werden schauen, dass wir jetzt da recht schnell einen Sieg erfahren und dann an den Sieg anknüpfen werden und immer mehr Siege einfahren und dann schauen, dass wir Erster werden in dieser Qualifikationsgruppe. Das haben sich die Altacher auch zum Ziel gesetzt, Erster zu werden. Schauen wir uns einmal an, wer da die Konkurrenten in dieser Qualifikationsgruppe sind. Die Altacher sind derzeit punktegleich mit der Austria mit 12 Punkten vorne. Dann die Admira und Swarovski Tirol 3 Punkte dahinter, genauso wie Mattersburg und St. Pölten derzeit letzter mit 8 Punkten. Das ist schon nach der Halbierung der Fall, klarerweise. Das Ziel kann nur Platz 1 sein, das ist klar, weil es ja da noch eine Hintertür gibt, vielleicht Richtung Europa. Genau, wir haben sich als Ziel auf jeden Fall den Platz 1 in dieser Qualifikationsgruppe gesetzt und wollen auch jedes Spiel gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Und wir werden schauen, dass wir das so hinkriegen. Was können Sie da als junger Spieler, als offensiver Mittelfeldmann beitragen? Ich werde schauen, dass ich meine Stärken ins Spiel einfinde, ob ich jetzt von Anfang an spiele oder von der Bank komme. Ich werde schauen, dass ich meine Schnelligkeit und mein Tempo ausnutzen kann und dann schauen, dass ich so der Mannschaft weiterhilfe. Und dieses Weiterhelfen soll natürlich vor allem auch in Toren umgemünzt werden. Sind Sie einer, der auch einen Torriecher hat, oder sind Sie eher der Vorbereiter? Ja, früher, da habe ich oft Tore gemacht, weil da habe ich auch Stürmer gespielt, aber jetzt da bin ich schon eher der, der was die Tore vorbereitet oder einleitet, aber einen Torriecher habe ich auf jeden Fall und man wird schauen, was rauskommt in den nächsten paar Spielen. Und ich nehme an, ein weiteres Ziel neben der Premier League ist sicher auch das österreichische Nationalteam, nicht unter 19, sondern die Erwachsenen. Ja, ich glaube, das ist immer ein Ziel von jedem, dass man für das eigene Nationalteam auflaufen kann und denen weiterhelfen kann und das Trikot haben kann. Und darum ist das auf jeden Fall ein Ziel für mich. Patrick, herzlichen Dank fürs Kommen ins Sky-Fußballstudio. Das Austria-Dress ist natürlich auch da für unsere Fans. Bitte wie Ihre Kollegen unterschreiben. Und ich danke für den Besuch. Herzlichen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, das war dein Verein FK Austria Wien. Im Namen des Teams alles Gute, bis zum nächsten Mal.